Heute rauchen wir den Tabak Blue Devil von 187. Der ist richtig nice, den kann ich empfehlen für alle Blaubeer-Fans. Yeah! Zu einer leckeren Shisha gehört natürlich auch ein leckerer Energy Drink. Boah, ey, den darf ich schon eins nehmen, ey. Ja, oh, gönn dir, yes sir. Magic. So, als Info für euch, die Shisha ist eine Nagelem NPS, die ist schon was älter, ich glaube, die ist 7-8 Jahre schon alt, aber die tut noch ihren Dienst, die rostet nicht, gar nichts, alles super. Und man kann bis zu 4 Schläuche tatsächlich anschließen an die Shisha, aber wir rauchen gerade nur mit einem Schlauch. Wir rauchen mit einem klassischen Tonkopf und einer Butcher drauf. 3 Kohlen sind da drauf und wie ihr seht, der Kamin ist fleißig am Arbeiten. Wir nicht, aber der Kamin. Einer muss es ja tun. Oh, das schmeckt gut, Boys. Ey. Vita hat hier so eine nice Tankstelle bei sich. Die verkauft aber mehr Shisha-Tabak als Benzin. Es wird ja auch umgangssprachlich bei ihnen im Dorf... Wie wird das genannt, Vita? Das ist ein Shisha-Laden, der auch Benzin verkauft. So heißt das hier im Dorf. Ein bisschen Benzin verkaufen die auch noch, aber die machen mehr Umsatz mit hier sowas hier, Tabak und Shisha-Zubehör und also Kram. Wir rauchen jetzt, wie Eddie das schon vorhin schön gesagt hatte, ein Tabak von 187, glaube ich, heißt er hier. Oder 186, nein, 187 ist das hier. Blue Devil, Nummer 43. Schön nach Blaubeere, das hat richtig so einen geilen Blaubeerengeschmack. So aber ein bisschen fruchtig noch, so geht Richtung, da ist noch ein bisschen Minze scheinbar mit bei. Also das ist jetzt nicht ganz blaubeermäßig, wie soll ich das sagen, so stark. Also das ist so ein schöner Mix einfach. Kann ich nur empfehlen, Boys. Ich ziehe noch einmal. Ja, was sagt der Eddie Boy zu dem Tabak? Also ich kann mich dem Andi nur anschließen, das ist ein sehr guter Tabak. Also ich bin jetzt kein Spezialist oder irgendwie sowas, aber Tabak schmeckt wirklich sehr gut. Blaubeere ist sowieso mein Jam und ja, wie Andi sagte, das schmeckt so ein bisschen, als ob da noch so ein bisschen Minze oder irgend sowas in der Art drin wäre. Minze ist sowieso mein Shit, also wirklich kann ich nur weiterempfehlen. Kann man wirklich gut rauchen, Leute. Gönnt euch. Nice, Sue! Bis zum nächsten Video. Yo, Boys, das ist unser... nein, Quatsch. Was? Ich warte mal, ich muss mal überlegen, was ich überhaupt sage, ey. Also, zu schnell.
Zu echt? Schnell? Okay, dann mal zurück. Go. Nee, warte, ich mach mal noch. Stopp, stopp. Okay. Jetzt. Jetzt läuft, ne? Okay. Ich überlege, was ich sage. Was soll ich denn sagen? Okay. Ich glaube, die Shisha oder so. Ich ziehe aber erstmal. Also nicht mehr gerade zu sehen, weil ich glaube, du hast die Richtung vertauscht, ne? Von dem Stick. So. So ist aber gut jetzt. 3, 2, 1, go. Schlauch geknickt. Nice. Ich zieh so dran, gar nichts passiert. 3, 2, 1, go. Alter, machen wir was. Fuck, falsch gezogen, ey. Nicer Outtake-Shit. Boah, das war hart, ey. Shit, ey. Vita, wenn man von Vita bekommt den Schlauch, ey. Boah, Katastrophe, ey. Catastrophe. Direkt am Tränen kommen, ey.